Ich darf Herrn Schalauske von den Linken nach vorne bitten. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Hier in der Debatte ist gesagt worden, man solle auf die Stimmen von Verbänden und von Experten hören. Und ja, das finde ich völlig richtig. Wir haben in den letzten Wochen auf die Stimmen von Mieterverbänden, von Gewerkschaften, von Ortsbeiräten in Frankfurt, von kommunalen Wohnungsämtern, auf diese Stimmen haben wir gehört. Wir haben ihnen gut gelauscht. Ich frage mich, wo die Kollegen, die ja keine Kollegen sind, da von ganz rechts außen eigentlich waren bei all diesen Debatten. Diese Experten, die betroffenen Mieterinnen und Mieter, die sollte man ernst nehmen. Und die sagen Ihnen auch ganz genau, die Wohnungsnot in Hessen, die nimmt immer dramatischere Ausmaße an. Immer mehr Menschen müssen einen immer größeren Teil ihres verfügbaren Einkommens für die Mieter ausgeben. Bundesweit ist es mittlerweile jeder siebte Haushalt, der mehr als 40% des Einkommens für die Mieter ausgeben muss. Die Zahl der Sozialwohnungen ist erneut gesunken. Von einst über 200.000 Sozialwohnungen in Hessen sind nur noch knapp 80.000 übrig. Und das Hauptproblem, das ist in dieser Debatte viel zu kurz gekommen. Die neoliberale Leier, der Markt werde es schon richten, und der Markt werde die Wohnungsversorgung gut organisieren, und nur die Politik, die käme irgendwo dazwischen. Diese Leier, die hat uns alle in eine Sackgasse geführt. Und wenn wir uns dann die Realität in Hessen anschauen, Menschen werden aus den Innenstädten verdrängt, während Immobilienfonds die Mieten nach oben treiben, das Kapital durch unsere Städte wälzt, in Berlin wie auch in Hessen. Und ich finde, dieser soziale Sprengsatz, der muss ernst genommen werden, der muss gestoppt werden. Wohnen ist ein Menschenrecht und kein Spekulationsobjekt. Sie wollten ja viel mehr verkaufen. Wenn es nach den Grünen, Rot-Grün hat 120.000 Eisenbahnerwohnungen verkauft. Und eine ganz große Allianz hier der Fraktionen ist sich ja auch einig. CDU, vor allem die lautstarken Grünen, FDP und AfD, die sind sich ja einig. Den Markt, der wird es richten. Die Investoren darf man nicht verschrecken. Und man muss vor allem Neubau machen, Neubau, Neubau. Das hat auch diese Debatte hier wieder gezeigt. Auch die SPD fordert bauen, bauen, bauen. Aber das zentrale Problem, und das sagen Ihnen auch viele Experten, der Neubau allein, der wird nicht reichen. Die Ziele werden verfehlt. Gebaut wird ohnehin vor allem Luxus-Apartments, wenig Sozialwohnungen. Sie nennen hier Ihre großen Summen, die Sie zur Verfügung stellen. Gebaut aber an realen Sozialwohnungen in Hessen wird wenig. Und deswegen müssen wir den Wohnungsbestand sichern, die bestehenden Wohnungen schützen und Maßnahmen ergreifen, um Mieter vor Profitstreben und Verdrängung zu schützen. Meine Damen und Herren. Und da helfen auch Ihre grünen Wolkengespinste nichts. Weder Supermarktgipfel kann man machen, noch die zahnlosen Vorschläge wie die geplante Ausweitung der Kappungsgrenzenverordnung. All das, das wird ja den Mietenwahnsinn nicht stoppen, sondern eher fortsetzen als beenden. Wirksamer Mieterschutz sieht anders aus. Wirkungsvolle Maßnahmen, die lehnen Sie rundweg ab. Gesetz gegen Leerstand und Zweckentfremdung, Mietendeckel, alles Maßnahmen, die geeignet wären, um Mieter zu schützen. Denen verweigert sich der Minister und auch die Koalition aus CDU und GRÜNEN. Und ja, klar, man müsste sich da. Lassen Sie eine Zwischenfrage? Nein. Und natürlich müsste man sich da mit den Interessen der Immobilienunternehmen anlegen. Aber das wollen Sie ja auch gar nicht. Sie haben ja immer gesagt, Sie wollen ja mit allen Playern irgendwie reden. Sie haben nicht den Mut, nicht den Mumm. Und mit Ihrer Marktgläubigkeit sind Sie auch schlecht ausgestattet, um wirkliche Veränderungen zugunsten der Mieterinnen und Mieter und einer sozialen Wohnraumversorgung durchzusetzen. Aber im Unterschied zum Hessischen Landtag gewinnt die Erkenntnis, dass wir mehr öffentliche Regulation bei der Wohnraumversorgung brauchen. Die gewinnt zwar weder noch nicht hier im Hessischen Landtag, aber in der Bevölkerung immer großen Zuspruch. Und wenn Sie sich einmal über die Regulation informieren wollen, liebe Kollegen von den Grünen, dann fragen Sie einmal die Grünen in Berlin. Die sind nämlich mit dabei, wenn es darum geht, die Mieten zu regulieren im Sinne der Mieterinnen und Mieter. Leider reicht, dringt es nicht durch bis nach Hessen. Die Mietpreisbremse der GroKo, die reicht nicht aus. Auch darauf muss man hinweisen. Sie hat nicht geholfen, dass die Bestandsmieten
sich sozusagen nicht so horrend entwickeln. Sie haben seit 2015 sogar noch an Tempo gewonnen. Deswegen ist es zu begrüßen, dass es da Veränderungen gibt. Aber bisher laufen die Regelungen weitgehend ins Leere. Deswegen brauchen wir statt einer wirkungslosen Mietpreisbremse endlich einen wirksamen Mietenstopp. Ein Mietendeckel ist das Gebot der Stunde. Hier könnte Hessen von Berlin lernen. In der Bundeshauptstadt wird souverän gehandelt. Linke, SPD und Grüne zeigen, wie es geht. Da könnten sich die hessischen Grünen mal ein Beispiel dran nehmen an den Kollegen in Berlin. Und dass der Mietendeckel ein wirksames Instrument ist, das zeigt ja Ihre ganze Aufregung hier. Sozialismusfantasien haben wir schon gehört. In Berlin heißt es sogar, die Linke brennt die Stadt nieder. Vergleiche mit Nordkorea werden in Berlin wie in Hessen getroffen. Aber eigentlich zeigen doch, dass die Maßnahmen wirken. Die Aktienkurse von Deutsche Wohnen und Vonovia, die purzeln in den Keller. Bereits jetzt zeigt sich, die Diskussion um den Mietendeckel wirkt. Und ich finde, das ist gut so, meine Damen und Herren. Und wie sieht der Stand aus? Ein Mietendeckel in Berlin. Mieten werden eingefroren. Mieten können grundsätzlich nur bis zu einer Obergrenze angehoben werden. Mieten können gesenkt werden, wenn Mieter mehr als 30% des Einkommens für die Miete ausgeben müssen. Und das sind doch alles Maßnahmen, die wirksam die Mieterinnen und Mieter schützen, die wir auch hier in Hessen brauchen, die wir natürlich in Hessen vor allem für angespannte Wohnungsmärkte brauchen. Und im Unterschied zur Kollegin Faeser, wir brauchen sie für Hessen. Wir brauchen sie auch für 5 Jahre. Wir brauchen das Einfrieren, aber örtlich begrenzt. Das ist klar. Und dann behaupten Sie immer, es gebe dann eine große Flucht von Investoren. Ich glaube das nicht, dass die zu befürchten ist. Denn wenn es diesen Deckel gäbe, dann machen sich Investitionen in Bestandsimmobilien und Investitionen in Spekulationen sind dann nicht mehr so rentabel. Es bleibt dann also mehr Kapital effektiv für den Neubau. Und ich glaube, das ist ein Geschäftsfeld, auf dem, und das sollte Sie ja freuen, noch immer eine Menge verdient werden kann. Also ein Mietendeckel wird dann auch Neubauinvestitionen ankurbeln. Das müsste Sie doch alle freuen hier. Also, wir haben einen Vorschlag vorgelegt. Auch die SPD fordert einen Mietendeckel. Leider weigern Sie sich bisher, sich damit auseinanderzusetzen. Stattdessen machen Sie im Schulterschluss mit der Immobilienwirtschaft, reagieren Sie mit Ablehnung, malen Horrorszenarien an die Wand, reagieren mit Entsetzen oder verweisen wohlfeil auf andere. Die Mieterinitiativen, die wissen es besser, die kommunalen Wohnungsämter, die Stadt Frankfurt fordert einen Mietendeckel, weil alle wissen, das ist eine Möglichkeit, um vor Verdrängung und Segregation zu schützen. Ja, und klar, ein Mietendeckel wäre ein Eingriff in das Privateigentum. Aber wenn Mieterinnen und Mieter jeden Tag durch explodierende Mieten enteignet werden, dann finde ich, muss man Immobilienbesitzer auch für eine gewisse Zeit ihrer Renditeansprüche enteignen. Wie heißt es im Grundgesetz? Eigentum verpflichtet, Eigentum verpflichtet. Rückendeckung, darauf ist ja auch hingewiesen worden, erhalten solche Maßnahmen auch durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das sagt, dass man den Wohnungsmarkt öffentlich regulieren kann, um Schutz für Mieterinnen und Mieter zu organisieren. Auch ein Gesetz gegen Wohnraumzweckentfremdung, wie wir es bis 2004 hatten, wird von CDU und GRÜNEN hier im Hessischen Landtag blockiert, obwohl bei der Gesetzesanhörung vor 2 Wochen zahlreiche Mieterverbände, der DGB, das Netzwerk für gemeinschaftliches Wohnen, das Bündnis Mietenwahnsinn in Hessen und die Vertreterinnen der Städte Wiesbaden und Frankfurt unmissverständlich gefordert haben, dass sie ein solches Gesetz brauchen. Eigentlich geht es doch um etwas Selbstverständliches. Es geht darum, dass die Kommunen sicherstellen können, dass Wohnraum auch dafür genutzt wird, wofür er eigentlich gebaut wurde. Deswegen möchten wir uns bedanken für die vielen Anmerkungen zu unserem Gesetzentwurf. Es gab hilfreiche Anregungen und Stellungnahmen, unter anderem von der Stadt Frankfurt, vom Mieterbund, vom IWU, von Mieterhelfen, Mietern und anderen. Wir werden diese Vorschläge genau schauen, und wir werden Änderungen einbauen. Doch, doch, da waren auch ein paar interessante Punkte dabei. Wir bleiben dabei, dass wir ein Modell, eine Möglichkeit brauchen, im Zweifel auch Wohnraum zu beschlagnahmen oder die Bewirtschaftung über ein Treuhändermodell herzustellen, um diese Maßnahmen auch durchzusetzen. Aber die Anhörung hat klipp und klar gezeigt,
anders als CDU und GRÜNE hier im Hessischen Landtag behaupten, gibt es ein ernstzunehmendes Problem mit Leerstand. Die Statistiken, die Sie zitieren, die greifen nicht. Fachleute haben Ihnen erklärt, welcher Leerstand da ausfällt. Die Ortsbeiräte aus Frankfurt am Main haben Ihnen erklärt, wie es um den Leerstand in der Stadt bestellt ist. Das zeigt, Leerstand ist kein Randphänomen, ist keine Ausnahme, sondern Leerstand ist die Regel. Und die Stadt München zeigt, dass man dagegen auch ordentlich vorgehen kann. Und Bayern ist bekanntlich nicht der Hort des Sozialismus, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Schalauske, das war ein guter Schlusssatz. Deswegen sage ich zum Schluss, wir brauchen ein Gesetz gegen Leerstand und Zweckentfremdung. Wir brauchen einen wirksamen Mietendeckel. Wir können im Zweifel auch über die Vergesellschaftung von börsennotierten Immobilienkonzernen reden. Aber wir müssen endlich die schwarz-grüne Blockadehaltung aufbrechen. Und das werden wir gemeinsam mit der außerparlamentarischen Bewegung machen. Und Sie können weiter Ihre Privatisierung der 90er Jahre rechtfertigen. Danke, Herr Schalauske. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatssekretär Al-Wazir das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich finde das spannend. Die Legislaturperiode ist, ich glaube, 7,5 Monate alt. Und wir haben, glaube ich, noch in keiner Plenarwoche nicht über dieses Thema geredet. Und ich finde das auch gut, auch richtig, dass wir über diesen Punkt, jetzt warten Sie doch mal ab, und deswegen stelle ich auch an dieser Stelle erneut fest, ja, der Wohnungsmarkt ist angespannt, und ja, wir müssen mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen, und ja, wir müssen das in unterschiedlichen Bereichen machen. Aber weil hier ein paar Sachen angesprochen worden sind, will ich aus Sicht der Landesregierung sagen, das muss natürlich immer so gemacht werden, dass es langfristig funktioniert und nicht nur kurzfristig irgendwelche Forderungen erfüllt, sondern langfristig und ausgewogen funktioniert, weil der Wohnungsmarkt ist eine der wichtigsten Fragen, die wir in den nächsten Jahren zu lösen haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ja, wir werden den sozialen Wohnungsbau vorantreiben. Wir stellen bis 2024 2,2 Milliarden € bereit, um geförderten Wohnraum zu schaffen. Und ich will das ausdrücklich sagen. Ich finde das richtig, weil ich dafür bin, dass wir sozial gemischte Quartiere haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen sind diejenigen, die sagen, dass der soziale Wohnungsbau überhaupt nicht stattfinden soll, die liegen völlig falsch, weil wir brauchen sozial gemischte Quartiere, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und gleichzeitig sage ich auch denen, die fordern, dass öffentliche Wohnungsbaugesellschaften nur noch geförderten Wohnraum bauen sollten, auch sie liegen völlig falsch, weil wir brauchen sozial gemischte Quartiere, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen unterstützen wir das Ziel der Nassauischen Heimstätte, die wir als mehrheitlich landeseigenes Wohnungsunternehmen in ihrem Ziel unterstützen, ihren Bestand perspektivisch von 60.000 auf 75.000 Wohnungen zu erhöhen. Das sind Tausende bezahlbare Wohnungen, die unterhalb der Marktkonditionen vermietet werden, die im Schnitt zu 30%, ich habe gesagt, Stichwort soziale Mischung, als geförderter Wohnraum entstehen sollen und von denen die ersten 5.000 schon konkret projektiert sind, die Grundstücke im Besitz sind, im Bau sind, teilweise schon bezogen werden können. Und an dieser Stelle, da gab es ja ein kleines Scharmützel, will ich schon einmal daran erinnern. Kollegin Faeser hat zu Recht darauf hingewiesen, dass die Deutsche Wohnen, man weiß nicht genau, ob sie nun aufsteigen wird in den DAX oder nicht, dass die Deutsche Wohnen im Wert deutlich gestiegen ist. Herr Schalauske hat von Enteignung, von Vergesellschaftung gesprochen. Es war der rot-rote Senat von Klaus Wowereit, der die landeseigenen Wohnungen in Berlin verkauft hat und damit die Deutsche Wohnen überhaupt erst so groß gemacht hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, da muss man an dieser Stelle mal dran erinnern. Herr Schalauske, der
Der PDS-Senator für Wirtschaft hieß Harald Wolff, der regierende Bürgermeister hieß Klaus Wowereit und der Finanzsenator hieß Thilo Sarrazin. Mit dem haben Sie auch einmal regiert. Insofern würde ich an dieser Stelle hier nicht so die Backen aufblasen, wenn ich das einmal sage. So, dann. Und zusätzlich ist klar, es geht nicht nur um das landeseigene Wohnungsbauunternehmen oder um die kommunalen Wohnungsbauunternehmen. Es geht darum, dass wir das Kernproblem angehen müssen. Es fehlen uns nämlich Flächen. Wir haben kein Problem mehr, was die Mittel angeht. Es geht darum, Flächen zu aktivieren, dafür zu sorgen, dass wir Innenentwicklung und teilweise auch Außenentwicklung betreiben. Und deswegen habe ich Ihnen in der letzten Plenarwoche, die dieser Landtag hatte, in einer Regierungserklärung meine Idee des großen Frankfurter Bogens vorgestellt, wo wir entlang der Schienenhaltepunkte der Region die Kommunen dabei unterstützen wollen, die Flächen zu aktivieren, die wir brauchen, damit übrigens, Herr Lenders, auch die Baupreise in eine richtige Richtung gelenkt werden. Weil Sie haben gesagt, die Baupreise seien ein großes Problem. Das stimmt. Das stimmt, die Baukosten insgesamt. Aber wenn man sich aber einmal anschaut, was der maßgeblich treibende Faktor ist, dann ist es der Boden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen doch, ja, doch, es ist der Boden, weil wenn Sie im ländlichen Raum 50 € den Quadratmeter bezahlen, aber teilweise im Rhein-Main-Gebiet inzwischen über 1.000, dann ist doch völlig klar, was da am Ende für Miet- oder Kaufpreise rauskommen. Und deswegen ist die Frage, wie wir Fläche sozusagen aktivieren, eine der entscheidenden. Und deswegen habe ich die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der 52 Gemeinden, die einen Schienenhaltepunkt haben, von dem aus man in 30 Minuten oder kürzer am Frankfurter Hauptbahnhof ist, für Mitte Oktober eingeladen. Wir wollen gemeinsam diskutieren über die Frage, wie wir unserer gemeinsamen Verantwortung nachkommen können, dafür zu sorgen, dass das Angebot entsteht, was wir brauchen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und da setze ich auf Ihre Unterstützung. So, und ich habe jetzt ganz bewusst am Anfang mal über das zusätzliche Angebot geredet, weil langfristig ist es so, die einzig wirksame Möglichkeit, Nachfrage zu befriedigen, sozusagen, ist, an dieser Stelle das Angebot zu erhöhen und damit die Mietpreise in den Griff zu bekommen. Aber wir wissen das alle, Bauen braucht Zeit. Und der Wohnungsmarkt ist ein inflexibler Markt, weil das Bauen Zeit braucht. Und deswegen müssen wir auch kurz- und mittelfristig in den Bestandsmarkt eingreifen zur Regulierung des Mietwohnungsmarkts. Deswegen haben wir die Mietpreisbremse ausgeweitet auf 31 Gemeinden. Die ist, Entschuldigung. Danke sehr. Die ist seit 28. Juni in Kraft, liebe Kollegin Faeser. Die Kappungsgrenzenverordnung und die Kündigungssperrfristverordnung ist auf dem Weg. Die wird nächsten Monat in Kraft treten. Und als Nächstes auf unserer Agenda steht die Umwandlungsverordnung. Und ich finde, das ist dafür, dass diese Legislaturperiode, ich habe es am Anfang angesprochen, seit 7,5 Monaten dauert, jetzt nichts, wo man sagen könnte, dass die Landesregierung untätig sei. Das will ich an dieser Stelle auch einmal erwähnen. Und natürlich ist klar, dass wir an dieser Stelle in den Bestandsmarkt eingreifen. Und Sie haben es angesprochen, Stichwort Kündigungssperrfrist und auch Kappungsgrenzenverordnung. Ja, 15 % können immer noch eine Menge Geld sein. Kommt darauf an, von dem Ausgangspunkt, Herr Kollege Warnecke. Aber ich will an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich sagen, das gilt jetzt in den 31 Gemeinden, die einen angespannten Wohnungsmarkt haben. Und natürlich ist das klar, dass wir, und da will ich mal darauf hinweisen, dass wir an dieser Stelle darauf hinweisen, dass das aber nur gilt bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete. Das ist der Unterschied zur Mietpreisbremse, zu sagen, es geht nicht um Neuverträge. Und deswegen haben wir auch in der Allianz für Wohnen über die Frage diskutiert, wie wir Gemeinden unterstützen können, dass sie Mietspiegel bekommen. Weil je klarer ist, was die ortsübliche Vergleichsmiete ist, umso einfacher ist natürlich die Anwendung all dieser rechtlichen Möglichkeiten. Und jetzt zum Mietendeckel, weil Sie sagen ja, DIE LINKE sagt, man soll das alles einfrieren. Ich bin
dankbar, Frau Kollegin Faeser, dass Sie gesagt haben, dass das für die hessische SPD nicht in Frage kommt. Aber natürlich müssen wir uns Gedanken machen über die Frage, was das am Ende auslöst. Und ich will an diesem Punkt ausdrücklich sagen, ich glaube, dass ein allgemeines Einfrieren der Mieten vielleicht kurzfristig in Anführungszeichen große Schlagzeilen bringt, aber langfristig das Problem nicht löst, sondern vielleicht sogar eher verschärft. Und deswegen will ich an dieser Stelle sagen, wir werden das noch viele Male diskutieren, aber man muss aufpassen, dass man sich von seinen eigenen Forderungen nicht davontragen lässt. Und es ist ein Unterschied, ob ein Besitzer sagt, ich verzichte auf Mieterhöhung, was seinen eigenen Besitz angeht. Wenn die ABG in Frankfurt, wenn die Nassauische Heimstätte das sozusagen für ihren eigenen Besitz beschließt, ist das etwas anderes, als wenn ich es gesetzlich für alle vorschreiben möchte. Da sind wir uns sicherlich einig. Aber ich will an dieser Stelle sagen, das ist etwas, wo man überlegen muss, ob man am Ende nicht in eine Situation gerät, das sage ich jetzt in Richtung SPD, wo man die eigenen Versprechungen nicht mehr einlösen kann oder nicht mehr einlösen will. Als wir im letzten Jahr im Landtagswahlkampf waren, hat die Wiesbadener SPD vollmundig verkündet, sie möchte beim Wiesbadener Wohnungsbauunternehmen einen Deckel von 1% einführen. Und jetzt auf einmal lese ich erstaunt in der Zeitung, dass der Wiesbadener Wohnungsdezernent Manjura das nicht mehr machen möchte bei der GWW mit der Begründung, es könnte wirtschaftliche Probleme geben. Ich glaube, Herr Minister, an dieser Stelle, ich erinnere an die Redezeit. Ja, danke. Ich glaube an dieser Stelle, Achtung, ich bin gespannt, wie die Diskussion hier weitergeht. Aber ich glaube, an dieser Stelle muss man aufpassen, dass man nicht vollmundig etwas verkündet, was man nachher nicht einlösen kann, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen glaube ich, ja, wir haben eine angespannte Situation, aber genauso ja, wir arbeiten Schritt für Schritt daran, das Angebot zu erweitern, mehr Wohnungen zu bauen, dafür zu sorgen, dass auch wieder mehr geförderte Wohnungen entstehen, dass wir unter dem Strich auch im Bestandsmarkt eingreifen, solange das Angebot noch nicht da ist. Das werden wir Schritt für Schritt tun. Und wenn ich dann die Gelegenheit habe, das in jedem Plenum darzustellen, dann freut es mich umso mehr. Vielen herzlichen Dank. Danke, Herr Minister. Für die FDP-Fraktion hat sich nochmals Herr Lenders zu Wort gemeldet. Herr Staatsminister Al-Wazir, ich glaube, das Versprechen kann ich Ihnen geben, dass wir uns hier noch des Öfteren über den Wohnungsbau unterhalten werden. Und das zum einen, weil Sie das eben sagten, was die Baupreise anbelangt, dass der größte Teil die Bodenpreise ausmacht. Es ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Und deswegen finde ich es dann schon, lassen Sie mich an der Stelle mal sagen, die letzte Phase der NF, der Energieeinsparverordnung, hat es wirklich zum Kippen gebracht. Das sagt Ihnen jeder Unternehmer, dass er Ihnen vorrechnen kann, dass jetzt mittlerweile das, was an Einsparvolumen dort da ist, bei Weitem nicht mehr den Einsatz der Mittel rechtfertigt und dass einem dort an dieser Stelle die Baupreise einfach weglaufen. Das Gleiche gilt auch für hausgemachte Probleme. Das ist Bundesangelegenheit. Aber wenn ich mir dann zum Beispiel anschaue, was wir in Hessen, wenn ein Bauherr, wir haben es heute schon einmal bei Kali und Salz kurz angeschnitten, bei der Klassifizierung von Grund und Boden, was da passiert, da wird Mutterboden abgetragen, der liegt auf der anderen Stelle und ist damit Sondermüll und muss entsorgt werden. Das können Sie heute keinem Bürger in Hessen mehr erklären. Das können Sie keinem mehr erklären. Beim Straßenbau macht die Entsorgung mittlerweile beim Straßenbau 30% der Kosten aus. Ich weiß nicht, wie hoch das beim Wohnungsbau ist, aber es wäre mal aller Ehren wert, das zu untersuchen. Und das sind hessisch eigengemachte Probleme. Das ist auch nicht alles aus Ihrer Feder, aber auch aus Ihrer Feder stammt zum Beispiel, weil Sie uns ja eben gescholten haben, heute Morgen, wir wären ja nicht für die Radfahrer da. Ich will Ihnen ausdrücklich sagen, als Sie die letzte hessische Bauordnung evaluiert haben und Sie mit dem Vorschlag kamen,
Wir ersetzen Stellplätze für PKWs durch Fahrradstellplätze. Da habe ich mir nur gedacht, Mist, auf so eine Idee hätte es auch kommen können, weil die Idee gut ist. Weil die Idee gut ist. Aber das Problem, jetzt würde ich nicht zu früh klatschen, dass aus Ihrem Haus dann in der Umsetzung eine Anforderung an Stellplätze für Fahrräder kommt, die bei weitem das überschreiten und viel teurer sind als für jeden Pkw-Stellplatz. Das ist das Problem. Und das sind hausgemachte Probleme. Ich würde mir ja wünschen, dass wir bei der Evaluierung der Hessischen Bauordnung auf so etwas zurückgreifen können und dass wir vielleicht einmal hineinschauen in die Musterbauordnung und sagen, vielleicht ist das das Benchmark. Die Musterbauordnung reicht vollkommen aus, was Sie mit Ihren Kollegen auf Bundesebene als Standard festgesetzt haben. Lasst uns doch einmal überlegen, ob das nicht vollkommen ausreichend ist. Warum müssen wir als Land immer noch eigene Vorschriften noch oben draufsetzen und versuchen, damit Politik zu machen? Bei den Grund und Boden und ländlicher Raum würde mir dann auch eine Antwort von Ihnen gefallen, wie Sie denn die Kommunen dazu bringen wollen, die Grundstücke, wir haben es eben schon einmal kurz ausgetauscht, die Positionen, was macht ein Bürgermeister, wenn er einen Strich drunter zieht und sagt, rechnet sich für mich nicht, lass mich damit in Ruhe. Der politische Schaden ist größer als das, was ich gewinnen kann. Ansätze für den kommunalen Finanzausgleich, dass wir zu einer Zuzugsveredelung von Bürgern kommen, wäre mal vielleicht von den Haushaltspolitikern zu diskutieren, ob wir nicht im kommunalen Finanzausgleich Anreize schaffen können, dass wirklich, wenn dort Menschen mehr wohnen, dass dann auch eine Kommune nachhaltig wirklich davon was von hat. Wäre mir ein Impuls des Bauministers auch mal etwas wert gewesen. Meine Damen und Herren, und jetzt noch einmal kurz zum Schluss, weil eine Minute habe ich noch. Herr Schalauske, ich befürchte, ich kenne Ihre Antwort. Ich befürchte, ich kenne Ihre Antwort. Aber hat aus Ihrer Sicht jemand das Recht, der ein Haus besitzt, auch das Recht, nicht zu vermieten? Das hätte ich gerne einmal von Ihnen gewusst. Danke, Herr Lenders. Für die SPD-Fraktion hat sich Ihre Fraktionsvorsitzende, Frau Faeser, nochmals zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe mich noch einmal gemeldet, weil ich finde, Herr Al-Wazir, was uns schon seit Längerem stört, aber was heute wieder in der Debatte war, Sie gehen immer hier vorne und machen Schuldzuweisungen. Immer sind andere schuld. Auf gar keinen Fall diese Landesregierung, das kommt bei Ihrem Weltbild nicht in Betracht, immer andere. Die haben Wohnungen verkauft, die haben Wohnungen verkauft, die GRÜNEN natürlich nie. Also deswegen, es wird, glaube ich, in dieser Debatte mal Zeit, auch vielleicht, und ich mache das jetzt, mir tut es leid, dass die SPD in Verantwortung vor Ort Wohnungen verkauft hat. Und nicht nur vor Ort, sondern auch durch die Bundesregierung damals, nämlich die falschen Weichenstellungen gestellt hat. Da waren die GRÜNEN aber dabei, meine Damen und Herren. Und warum kann man das hier nicht einmal ansprechen und sagen, dass wir in der Wohnungsbaupolitik jetzt Probleme haben, ja, die auch mit durch solche Maßnahmen kommen? Weil das massenhafte Verkaufen von Eisenbahnwohnungen, von Postwohnungen war ein Fehler, das wissen wir heute, weil es nämlich besser wäre, sie in kommunaler Trägerschaft zu haben. Aber die waren da beteiligt. Also Sie haben es doch schon wieder gemacht, den Linken vorzuwerfen, dass Sie in Berlin beteiligt waren, und so zu tun, als wenn die GRÜNEN es nicht wären. Ich finde, mehr Ehrlichkeit in dieser Debatte wäre wirklich angemessen. Weil dann, und da sind wir ja nicht auseinander, wir müssen doch darum ringen, im Moment die besten Wege dafür zu finden, den Wohnungsmarkt zu entspannen. Und ich glaube, da sind wir uns auch einig, bei den anderen bin ich mir nicht so sicher, dass es viele Instrumentarien braucht. Es ist nicht das eine. Damit können wir das nicht erledigen. Es muss diese Vielfalt der Maßnahmen geben. Wir müssen bauen. Das ist ja richtig der Grundansatz zu sagen, den Sie mit dem
Frankfurter Bogen verfolgen, zu sagen, da sind brachliegende Flächen. Das sagen wir schon seit Längerem. Aber, Herr Al-Wazir, Sie müssen sich dann auch die Frage gefallen lassen, warum in den letzten 5 Jahren nichts passiert ist in dieser Frage. Und der Kollege Rudolph weist zu Recht darauf hin, vielleicht hat man auch deshalb die Zuständigkeiten in diesem Bereich verändert, sonst ich wüsste keinen Grund, warum man sonst Zuständigkeiten in einem Ministerium wechselt. Man hätte es ja auch so lassen können. Die sind die gleichen Personen. Wenn das jetzt heißt, dass jetzt etwas passiert, ist es gut und richtig. Dann haben Sie die SPD an unserer Seite. Aber warum Sie sich nach wie vor weigern, obwohl Sie die Zahlen kennen, das verstehe ich nicht. Und auch Frau Förster-Helmer, ich verstehe nicht, warum Sie sich so wehren, ein Zweckentfremdungsgesetz zu machen. Nein, ist es eben nicht, Herr Boddenberg. Es ist gerade keine Symbolpolitik. Dann lesen Sie bitte einmal die Anhörungsunterlagen von letzter Woche. Ist ziemlich aufschlussreich, weil die Münchner nämlich beweisen, wie viel Wohnraum dabei rumkommt. Und mit einem solchen Gesetz könnte man diese Reaktivierung von leerstehendem und falscher Nutzung wieder hinbekommen. Deswegen fordern wir Sie da auf. Geben Sie Ihren Widerstand auf, stimmen Sie diesem Gesetz zu. Danke, Frau Faeser. Von der GRÜNEN-Fraktion erteile ich Frau Förster-Heldmann das Wort. So, nur ganz kurz. Also, warum hat die Zuständigkeit im Ministerium gewechselt? Da will ich schon noch einmal einen Ton dazu sagen, weil das geht so nicht, das Thema so zu besprechen. Erstens, Priska Hinz hat die Umlenkung der Wohnungspolitik in eine andere Richtung eingeleitet. Und zu der Langfristigkeit, über die wir heute so lange auch gesprochen haben, dass der Wohnungsmarkt eben ein langfristiger Markt ist, dass die Politik einfach lange dauert. Diese Weichen sind bereits 2015, 16, 17 neu gestellt worden. Und das, worauf jetzt er Minister aufbaut, ist in der letzten Legislatur bereits gemacht worden. Das ist ganz wichtig bei dieser Debatte. Und wenn Sie heute sagen, warum ist denn die Zuständigkeit gewechselt, weil in allen Podiumsdiskussionen des Landtagswahlkampfs natürlich gefordert wurde von denen, die alle in den ganzen einzelnen Veranstaltungen, wir brauchen ein eigenes Ministerium. Jetzt hat man einen Staatssekretär dazu gemacht, und sie wandelt die Debatte um. Das, finde ich, ist nicht fair. Zu dem Thema der Vorwürfe. Sie werden zumindest in meiner Rede keine Vorwürfe gehört haben, bis auf den Punkt, dass ich aus eigener Erfahrung nicht nachvollziehen kann, dass in den Jahren um 2010 sich die Sozialdemokratie besonders für Sozialwohnungen engagiert hätte. Das habe ich gesagt. Aber es stimmt auch, dass in der gleichen Zeit der Freiburger OB, damals ein Grüner, die Wohnungsbaugesellschaft verkaufen wollte. Das ist richtig. Aber wer hat ihn daran erinnert? Das eigene Klientel mit einer breiten Unterstützung aus der Freiburger Bürgerschaft. Ich hätte das alles nicht gebracht, weil ich brauche das nicht. Wir reden hier über das Hier und Jetzt. Und da komme ich zum Herrn Lenders, weil nämlich das, was Sie bringen, Herr Lenders, das ist so offensichtlich, dass Ihnen die ganzen Lobbyisten aus der Bauwirtschaft und aus der Immobilienwirtschaft permanentes Ohr vollblasen mit Ihren Forderungen. Aber unsere Aufgabe ist es, den Markt insgesamt zu betrachten. Und dafür führen wir die Debatte. Und ich freue mich auf das nächste Plenum, wo wir mit Sicherheit wieder über Wohnen reden würden. Und da bitte ich Sie, mal alles im Blick zu haben, nämlich den ganzen Bogen. Das ist, glaube ich, unsere Aufgabe als Politiker. Und unsere Aufgabe ist nicht, Segmente herauszunehmen und die in der politischen Umsetzung zu realisieren. Danke, Frau Förster-Heldmann. Für die linken Fraktion hat sich nochmals Herr Schalauske zu Wort gemeldet. Ja,
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Frau Förster-Heldmann hat jetzt gesagt, es geht ums Hier und Jetzt. Ich fände es sehr gut, wenn es ums Hier und Jetzt ginge. Aber ich muss halt feststellen, dass immer, wenn ich hier zum Thema Wohnungspolitik rede, Ihre Fraktionskollegen in der ersten Reihe ganz laut Berlin und Verkauf von Wohnungsbaubeständen rufen. Und ich bin Frau Faeser sehr, 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 sehr dankbar. Ich habe Ihnen hier jede Plenarwoche habe ich Ihnen erzählt und ich habe Ihnen erklärt, dass die Linke in Hessen diese Entscheidung in Form auch ihrer Vorgängerparteien immer ganz klar kritisiert hat, politischen Druck dagegen hat versucht aufzubauen und diese Entscheidung für falsch gehalten haben. Wir haben uns da nicht durchsetzen können, aber ich habe es Ihnen erklärt, und wir können das auch belegen. Ich würde mir wünschen, dass Sie eine solche selbstkritische Haltung, dass die Verkäufe der Wohnungen in Berlin und Dresden falsch gewesen sind, dass Sie selber dort, wo Sie an Verkäufen beteiligt waren, selber eine solch selbstkritische Haltung an den Tag legen würden und mal heute bedauern, dass Sie die Eisenbahnerwohnungen verkauft haben und dass Sie in Berlin noch viel, viel mehr Wohnungen als Grüne verkaufen wollten. Sagen Sie doch mal, dass Sie da in Selbstkritik gehen. Das finde ich sehr, sehr gut. Das Zweite ist, der Minister hat noch einmal die Frage aufgeworfen, gibt es einen Unterschied zwischen Privat und Staat in der Frage, wie ich die Mietpreise gestalte. Natürlich gibt es einen Unterschied, das ist völlig klar. Aber wenn man sich das Grundgesetz anschaut, dann gilt eben, das Eigentum, das wird gewährleistet. Es verpflichtet aber auch, und es soll zum Wohle der Allgemeinheit dienen. Und da will ich darauf hinweisen, dass Maßnahmen, die in die Frage der Mietpreishöhe regulierend eingreifen, ausdrücklich jüngst vom Bundesverfassungsgericht bestätigt worden. Ich will das einmal zitieren. Es liegt im öffentlichen Interesse der Verdrängung wirtschaftlich weniger leistungsfähiger Bevölkerungsgruppen aus stark nachgefragten Stadtteilen entgegenzuwirken. Die Regulierung der Miethöhe ist auch im verfassungsrechtlichen Sinne geeignet, dieses Ziel zu erreichen. Sie schneidet Preisspitzen auf angespannten Wohnungsmärkten ab und kann damit zumindest die Voraussetzungen für einen Marktzugang einkommensschwächerer Mieter schaffen. Das Grundgesetz und auch die Hessische Verfassung zwingen uns, in angespannten Wohnungsmärkten, in Wohnungsnöten und in Wohnungskrisen eben auch regulierend in die Mietpreishöhe einzugreifen, auch bei Privaten. Das ist unsere tiefste Überzeugung, und die ist auch vom Grundgesetz und jetzt zuletzt vom Bundesverfassungsgericht eindeutig gedeckt. Und das Dritte ist die Frage vom Kollegen Lenders, gibt es ein Recht, nicht zu vermieten? Grundsätzlich kann jeder die Wohnung, die Immobilie, die ihm gehört, für sich selber zu Wohnzwecken nutzen. Das ist völlig klar. Aber dort, wo es sich um mehrere Wohnungen handelt, dort, wo es sich um Wohnraum handelt, um Mietwohnungsraum, bin ich der Meinung, dass das Grundgesetz, eben weil Eigentum auch dem Wohle der Allgemeinheit zu dienen hat, dass dort Leerstand nicht zu akzeptieren ist, sondern Mietwohnungen auch dem Wohnungsmarkt zur Verfügung stehen müssen, weil es nicht sein kann, dass die einen mit wenig Geld keine bezahlbare Wohnung mehr finden, während andere Häuser und Wohnungen leer stehen lassen. Damit finden wir uns nicht ab. Deswegen wollen wir, dass Mietwohnungen auch dem Wohnungsmarkt zur Verfügung gestellt werden. Danke, Herr Schalauske. Für die AfD-Fraktion hat sich nochmals Herr Schulz gemeldet. Herr Minister, Sie sind ja so ganz stolz auf Ihren Frankfurter Bogen. Und hier wird diskutiert, ist es jetzt der Frankfurter Bogen oder der Frankfurter Kranz. Und ich fühle mich wie in der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung. Aber ich will erinnern, dass wir im Hessischen Landtag sind, und Sie sind der Minister von ganz Hessen. Also sind Sie auch der Minister von Bürgern, die auf dem Land leben, und behandeln Sie die Bürger, die auf dem ländlichen Raum leben, nicht schlechter als die, die in der Stadt leben. Zu Herrn Schalauske, ja, Sie haben recht. Die Miete darf nicht höher sein als 30% des Nettolohns. Aber dann müssen wir dem arbeitenden Bürger mehr Netto vom Brutto lassen, weil so alles andere bringt nichts. Wir können lange an der Miete und an der Miete schrauben. Wenn dem Bürger immer weniger Geld übrig bleibt, dann ist alles vorbei.
Danke, Herr Schulz. So, wir sind jetzt am Ende der Debatte angelangt. Wir haben einen Antrag vorliegen, den wir in den Ausschuss überweisen, und einen anderen Antrag, den wir jetzt abstimmen. Oder gut, wir schicken also beide Anträge, das sind die Nummern 1096 und 1137 aus 20, zur weiteren Beratung in den WVA.